Hallo Leute, willkommen zurück zu Alice. Im letzten Part wurde uns hier dieser Weg aufgetan mit diesen ganzen Fächern. Und, aha, ich sehe da hinten schon was fliegen, perfekt. Mal sehen, ob ich das von hier erwische. Ja, aber das Ding kann man unmöglich hören, ganz im Ernst. Ist zu weit weg. Aber man hat es immerhin gesehen, es war wirklich fair gesetzt. Was? Ja. Und nun muss ich irgendwie... was? Muss ich jetzt hier nochmal zurückgehen? Oder wie komme ich da hin? Ernsthaft jetzt? Nee, von hier unmöglich. War dieses Schwein sogar wichtig? Also ich meine, war das so wichtig, dass ich es überhaupt aktivieren musste? Nee, da komme ich ja nie im Leben hin. Hä? Irgendwas übersehe ich doch gerade. Irgendwas übersehe ich gerade. Vielleicht unsichtbare Plattform, das könnte sein. Oh, da ist noch ein Zahn. Schön. Nee, da ist nichts Unsichtbares. Hä? Ah, doch! Da, schau einer her. Hat man jetzt aber extrem schlecht gesehen. Okay, das sind Zähne. Ja, aber... Nee, auf diesem hellen Zeugs, da sieht man es kaum. Nee, das ist jetzt wirklich nicht wirklich ersichtlich hier. Nee, viel zu hell hier alles, damit man, dass man irgendetwas sehen könnte. Jetzt zum Beispiel, wo ist die nächste Plattform? Da vorne. Ich weiß nicht mal, ob ihr das seht bei YouTube. Weil... Hä, wie komme ich höher? Ja, weil ich nicht wirklich so gute Qualität liefern... Super, danke, klar. Wow. Gehst du? Ja, du gehst in die Höhe. Geht doch. Ja, weil ich keine HD-Videos euch bieten kann. Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht mal, wie das geht. Ja. Wo? Ja, jetzt bin ich hier. Dann dahin? Ne, da war ich vorhin schon. Ah, diese Plattform da. Die geht nach oben. Aha. Habe ich es endlich auch gecheckt. Haha, super, yay. Hat auch fast nicht lange gedauert. So, jetzt aber. Ab zu der Erinnerung. Her damit. Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetz mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Doch, wir werden dann immer noch Schwestern. Das kannst du nicht einfach so annullieren. Ja. Ist nun mal so. Gut, dann kann ich... Wo? Von dem Roten da komme ich dann weiter. Ah! Aha! Ja, das muss der Weg sein. Perfekt. Gut, versuchen wir es. Hep, hep. Dann hierauf nehme ich an. Dann hier rüber. Jawohl. Ups, und hier noch irgendwas Verstecktes? Ah, man wird es eh überhaupt fast nicht sehen, das ist doch trotz hier. Nee, das war jetzt ein bisschen gemein, aber hier entlang geht's zu einer Flasche. Nehme ich. Ja, teilweise sind die Wege doch ziemlich offensichtlich und manchmal, ja, stelle ich mich einfach nur dumm an, vermutlich, das wird es sein. Flasche. Ich kann da noch, was, ich kann da noch weiter. Warum? Wo könnte ich denn hier lang, bitte? Wo? Ach so. Ich dachte schon, ich hätte einen Ultraweg gefunden. Aber ich bin jetzt einfach wieder hier. Da links bin ich entlang gegangen für die Flasche. Was heißt links, rechts? Keine Ahnung. Hier bist du. Fuck. Hier noch was? Irgendwo? Das Gesicht der Raupe wieder mal. Zack. Und... Ah, komm schon. Den... Was war das für ein Pfirsich, glaube ich, ja. Dann hier... Was? Nee, da hoch geht's unmöglich. Wohin jetzt? Da entlang. Auf diesen Mayong-Stein. Warum Mayong-Steine? Ist etwas, das ich nicht so wirklich begreife. Aber nun ja. Sie ermöglichen mir das Weiterkommen. Deswegen.
Ah, ich wollte schon sagen. Deswegen finde ich sie gut. Ja, und ich war kurz am Stocken, weil ich nicht gesehen habe, dass da Luft aus dieser Vase strömt. War gerade nicht ersichtlich, wegen der ganzen Helligkeit hier. So. Hier wird es grün. Hier geht's anscheinend zur Raupe. Immer noch. Wow. Wow, Alice. Immer schön aufpassen, wohin du deinen nächsten Schritt setzt, ja? Sonst ist das nicht so toll. Alles klar. Das Spiel speichert wieder, das ist nett. Aha, hallo Katze. Vermutlich kann ich die... Wow, wow. Puh, fast wäre ich da runtergelaufen. Einfach nur, weil ich auf die Wand geachtet habe. Wow. Wow. Katze, sag was. Wo bist du? Beobachte, lerne und reagiere. Verstanden. Da sehe ich doch schon wieder was leuchten. Okay, beobachten und sehen und reagieren und ja, meinetwegen. Wir versuchen es. Hepper. Also hier müsste ich ja eigentlich sicher sein. Wow. Aha, verstehe. Ich mache einfach mal die Tür da drüben auf. Oh, ups. Wo ging jetzt dieser Schuss hin? Das hat doch gereicht. Sehr schön. Musste ich da sogar rein? Ja, sieht so aus. Sonst irgendwas hier drin? Nee, einfach nur die Kette hier. Ja, was passiert jetzt? Hört das Feuer auf? Was? Okay, das ist vermutlich... Was zum... Was erwartet ihr hier alle von mir? Ich bin's nur Alice, verdammt. Mehr nicht. Wo ist jetzt das Feuer? Wo ist jetzt das Feuer? Also, ich kann jetzt hier rüber. Dann vielleicht hier rüber. Und dann... Kann ich auf diesem Kopf darauf? Wow, wow. Ich komme auf diesen Kopf drauf. Sehr gut. Gut. Muss mir doch einer sagen, Mensch. Da geht's noch weiter. Feuer, Alice! Feuer! Rette dich! Ah. Mach auf, Lizzie! Lizzie! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Ja, keine schönen Erinnerungen. Die hätte sich Alice eigentlich auch vermutlich lieber gespart. Ach so, ich habe da irgendwie den falschen Weg genommen, offenbar. Naja, macht nichts. Wir haben da hinten noch einen... Ich muss schon wieder nachsehen, wie der Scheiß heißt. Ein Radula-Raum, genau. Ich hoffe mal, dass es wieder ein Rätsel ist und nicht irgendwie wieder so ein unfairer Kampf. Los geht's. Upgrade Warper-Klinge. Ja, wir haben unsere Warper-Klinge abgegradet. Da. Keine Zeit zu Gott. Verlieren. Wir haben doch keine. Ja, ja, es ist wieder so ein Ultrakampf hier. Oh, Krabben. Oh, ah, ich kann die auch so umstoßen. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Das ist natürlich sehr gut zu wissen. So ist das doch kein Thema hier. Also, ich wollte schon sagen, will niemand mit dem Hasen spielen? Au! Ja, aber es sind nicht noch mehr Gegner hier, oder? Oh, du hast das zeitliche gesegnet. Wo kam das jetzt? Ach so. Ach so, das kam einfach nur von den Krabben kommt das. Oh, hier hinten spawnen noch mehr Typis. Zuerst die Geschirren hier aus dem Weg haben. Was? Was ist jetzt passiert? Die sind alle gleichzeitig gestorben. Komm, Alice, nicht drück. Du hast aha, ich musste einfach nur sagen, überleben. Ja, du, wow, das war jetzt schwer, muss ich sagen. Wow, super. Das war jetzt leicht, echt. Aber ich kann die Scheißkrabben auch mit meiner T-Kanone umstoßen. Das ist sehr, sehr interessant. Das wusste ich nicht mehr. Cool. Coole Sache, das. Ich hoffe, wir finden jetzt noch einen letzten Radular-Raum, weil dann haben wir wieder eine Energie... Naja, Energie-Rosenblüte mehr. So. Wär schön, wär schön. Ich glaube, im ersten Durchspielen damals, bei mir privat, da... habe ich ganz bestimmt nicht alle gefunden. Nee, unmöglich. Und ich bin... Irgendwie bin ich wirklich den falschen Weg gegangen, kann das sein? Diese Statue da, die da erschienen ist... Die da. Für was brauche ich die?
Ich hätte auch von da oben einfach nur darüber springen können. Das ist doch ein Witz, oder? Kein Kommentar, ich will nichts hören von euch. Habt ihr kapiert? Überhaupt nichts. So. Was? Ach, hier nochmal. Und weg. Gut. Ihr habt ihr gehört, ich will nichts hören. Es war jetzt einfach nur... Ja, es war jetzt einfach nur irgendwas. Kein Geheimnis hier hinter? Nein, leider nicht. So. Es geht weiter mit... Was? Ja, ich darf nicht mehr zurück. Ist ja in Ordnung. Zähne? Oh nein, nicht auf solchen Gebieten. Hier solche Kackviecher. Ja! Und sag gute Nacht hier. So, wo ist die andere? Da, wow! Warum so viele? So, und du! Natürlich werde ich vom anderen da aus der Luft attackiert. Ihr faulen Säcke hier. So, bist du kaputt? Ja, du bist definitiv kaputt. Heißt, ich darf da auch nicht unbedingt wirklich darunter fallen. Ja, ich wollte jetzt mal nachsehen, ob ich da vielleicht irgendwie auf das Vieh rauf kann und mir dann einen Weg nach oben bahnen kann. Aber da oben scheint nichts zu sein. Dieser Raum war jetzt irgendwie ein wenig... Was? Ist da hinten was? Nee, was? Nur Deko. Ja, irgendwie... Moment, höre ich was? Nee, ich höre auch nichts. Habe ich mir wieder nur eingebildet. Okay. Okay, die Zähne mitnehmen. Und dann geht's hier weiter. Ist alles so leer irgendwie. Keine versteckten Dinge. Kein gar nichts. Oh, weg da. Ja, wir finden irgendwie sehr wenig Dinge im Moment. Und wo ist hier das Problem? Was? Verstehe ich jetzt hier gerade nicht. Ich kann mich einfach klein machen und... Was? Wie? Moment. Nee, ganz im Ernst, Leute. Wenn ich klein bin, dann wird die Flamme ganz bestimmt über mich drüber gedingst. Aber definitiv. Ich komme... Ja, natürlich. Bin ich hier oben sicher? Auch nicht. Es macht... Naja, grafisch gesehen nicht allzu viel Sinn, ja. Nee, ist so. Muss ich hier den Umweg nehmen halt. So, hier... So, bin ich hier sicher? Weiß es nicht. Hier bin ich doch in Deckung. Nein, bin ich nicht. Oh, fick dich doch, Spiel. Manu. Das ist einfach nur eine nervige, blöde Stelle, ganz im Ernst. Die macht niemandem Spaß hier. Das ist doch echt ein Scheiß. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts... Wehe, die Flamme trifft mich hier auch noch. Ja, dann werde ich sauer. Dann werde ich echt sauer. Ich muss bestimmt nochmal dahin. Hundertprozentig. Ja, da war eine Tür. Kette und eine Flasche ist hier drin. Offenbar. Eine Kette habe ich gefunden. Und da ist eine Flasche. Gut. Nimm das jetzt. Und dran gezogen. Komm schon. Was hat mir das jetzt gebracht? Nehmen an, der Schalter wäre auch vorhin schon da gewesen, oder nicht? Aha. Die Dinger schießen bestimmt gleich Flammen, oder? Ja klar, komm schnell runter. Jetzt gehe ich. Und einfach weiter. So, das ging besser als erwartet eigentlich. Aber ich muss ja noch zurück. Jetzt muss ich das auch noch mit Zeit machen, ganz bestimmt. Nee, kurz warten. Ich will das abpassen hier. So. Ja, locker hier, locker. Und durch da. So, wir beeilen uns mal ein bisschen. Und... Ah, so einen Raum kennen wir doch. Kennen wir doch bereits. Wieder diese... Das ist bestimmt der gleiche Raum. Kann ich jetzt wieder so 2D-mäßig spielen? Es sieht fast so aus.
Aber ich glaube, das sparen wir uns auch für den nächsten Part, denn das war's schon wieder für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.